In ein fremdes Land kommen, auf gefährlichen Wegen, gepflastert mit traumatischen Erlebnissen. Etwa 270 Flüchtlinge leben zurzeit in der kommunalen Gemeinschaftsunterkunft in Heidelberg. Ein Drittel davon sind Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren. Für sie gibt es, organisiert von der Caritas, viele spezielle Angebote, zum Beispiel auch eine Hausaufgabenbetreuung. Ja, wir haben die Hausaufgabenbetreuung dreimal die Woche, dienstags, mittwochs und donnerstags. Die Kinder kommen mit ihren Hausaufgaben, die sie von der Schule aufbekommen haben. Die machen wir und manchmal ist es so, dass sie mehr machen wollen. Dann haben wir auch extra Aufgaben, Sachbücher oder anderes Material. Dann gibt es halt Grammatikaufgaben oder wir machen auch eine kleine Lesestunde, je nachdem, ob sie wollen, ob sie die Konzentration haben. Und eigentlich sind wir aber fixiert, um die Fundamente, die man in der Schule hat, ein bisschen solide auszubauen. Aussprache, aber auch einfache Rechenaufgaben, etwas konkret mit Konzentration durchzuarbeiten. Und das hilft den Leuten. Das ist, ja, Kinder teilen auch sehr viel miteinander, untereinander. Und das gibt halt diese Dynamik. Und das verbessert sich von Mal zu Mal. Man darf aber nicht erwarten, dass es von dem einen zum anderen Tag halt auf einmal besser wird. Es braucht seine Zeit. Die Leute kommen von wo ganz anders, haben andere Kultur mitbekommen. Und man muss den Kindern einfach Zeit geben. Keines der Kinder konnte zuvor Deutsch sprechen. Mittlerweile verständigen sie sich aber schon gut in der neuen Sprache. Für die Ehrenamtlichen die beste Bestätigung ihrer Arbeit. Es ist der innere Antrieb, etwas zu geben, was man auch bekommen hat. Und ich mit meinem türkischen Hintergrund habe das Privileg, hier aufzuwachsen. Das werde ich niemals vergessen. Das ist keine Identitätsfrage, das ist eine Frage der Wertevermittlung. Und ich habe diese Werte aufgesogen, habe es auch in meiner Gesellschaft so erlebt. Und das will ich den Menschen nahe tragen oder an sie tragen. Und das ist so meine Motivation, hier von der Kultur etwas weiterzugeben. Eine weitere wichtige Hilfe in der Hartstraße ist die Kleiderkammer. Auch hier sind mehrere Ehrenamtliche aktiv, um die Spenden zu sortieren und an die Flüchtlinge auszugeben. Also ich finde es sehr schön, wenn wir mit den Leuten in Kontakt kommen und wenn wir sehen, wie die Leute sich auch im Laufe der Zeit entwickeln, wie sie ein bisschen die Sprache lernen, was manchmal leider ein bisschen wenig ist, aber sie bemühen sich. Das finde ich schön. Aber natürlich birgt auch die Kleiderkammer manche Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt. Ja, mit den verschiedenen Nationalitäten umzugehen, auch mit den verschiedenen Gepflogenheiten. Man muss sich auf die Leute schon einstellen. Manche sind sehr, sehr freundlich, sehr dankbar, manche weniger. Und also man muss schon ein bisschen Menschenkenntnis auch haben. Die größte Herausforderung ist auch diese Beengtheit, die wir hier haben. Wenn dann mehrere Leute kommen und jeder will ja auch was schauen und soll auch probieren und soll sich auch wohlfühlen, dann ist es etwas eng. Neue Kleiderspenden werden daher momentan nicht angenommen. Die Lager sind gut gefüllt. Was jetzt am meisten gesucht wird, sind ehrenamtliche Helfer für alle Bereiche, damit das Engagement für die Flüchtlinge kontinuierlich weitergehen kann. Für die Zukunft wünsche ich mir, wir sind ja auch bald zentrale Aufnahmestelle für Baden-Württemberg hier in Heidelberg. Die Bedarfserstaufnahme wird ja umkonstruiert gerade. Und da wünsche ich mir sehr für die Flüchtlinge, dass die Verfahren beschleunigt werden, dass die hier bleiben, eine gute Bleibeperspektive haben, schnell in die kommunale Unterbringung kommen, um auch da zu gucken, wie können sie konkret hier begleitet und integriert werden. Und so wird aus einer Willkommenskultur dann auch gelebte Praxis.